Möchten Sie der nächste Bitcoin-Millionär sein? Schauen wir mal. Wer spricht denn heute über den Bitcoin nicht? Es ist ein heißes Thema, denn die Cybermünze oder meinetwegen die Kryptowährung steigt immer höher. Nur in diesem Jahr ist der Kurs ums 11-fache gestiegen. Normalerweise analysieren wir 10-jährige Charts, aber hier ist ein 1-jähriger Chart. Der Chart ist sehr aussagekräftig. Im Januar letzten Jahres handelte der Bitcoin bei 900 US-Dollar. Derzeit handelt er bei 11.000, 12.000 Dollar. Es war ein enormer Aufschwung. Es ist eine Spekulation, wenn Sie es wollen. Es ist ein Lotterieschein, mag sein. Oder es ist eine virtuelle Währung für digitale Zeiten. Warum denn nicht? Kann man damit bezahlen? Ja, es ist eine Währung, die an nichts außer Träumen gebunden ist. Ja, das ist auch nicht ausgeschlossen. Ich habe mit vielen Experten über den Bitcoin gesprochen und viel zu diesem Thema gelesen. Und da habe ich meine Bedenken, weil der Bitcoin für mich Theorie ist. Er schwebt in der Luft an bloße Träume gebunden. Aus der Geschichte kennen wir viele Blasen, die Südseeblase, die holländischen Tulpen, die Dotcom-Blase in den 1990er Jahren. Es gab viele Blasen und der Bitcoin dürfte auch eine Blase sein oder auch nicht. Es kann wohl eine legitime Form einer alternativen Digitalwährung in der digitalen Ära sein. Das Problem ist, dass sie Tausende von Dollar investieren, um am Bitcoin-Spiel teilzunehmen, ohne genau zu wissen, was sie kaufen. Kaufen sie Gold, Silber, einen Rohstoff, der in der Industrie verwendet wird und gleichzeitig an Weltwährungen gebunden ist? Nein, sie kaufen etwas, was nur in der Cyberwelt existiert. Und das ist eben das Risiko. Sie investieren ihr hart verdientes Geld in etwas, was sie vielleicht nie begreifen werden. Das Einzige, was sie begreifen, ist, dass der Bitcoin-Markt kontinuierlich ansteigt. Es ist ein Fieber, eine Spekulation. Die holländischen Tulpen handelten hoch aus demselben spekulativen Grunde wie der Bitcoin heutzutage. Worauf will ich hin? Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Sie nicht wegschauen sollten, wenn Bitcoin-Nachrichten in Zeitungen oder im Fernsehen gebracht werden. Machen Sie sich schlau, recherchieren Sie, fragen Sie bei den Fachleuten nach, bevor Sie zu Ihrem E-Wallet greifen. Es ist wie beim Autokauf, wenn Sie viele Autoverkäufer befragen, ob diese Investition für Sie wirklich Sinn machen wird. Das Investieren ist kein Wunder, es ist keine Lotterie. Das Investieren ist eine Wissenschaft oder sogar eine Kunst. Das Investieren erfordert Geduld, Sorgfalt und natürlich eine Due Diligence. Sie müssen verstehen, was Sie kaufen. Normalerweise würde man in einen Kapitalanteil oder eine Geldanleihe investieren. Aber hier geht es um einen Haufen Geld, das Sie aufs Geratewohl investieren. Die Zeit für diese Ausgabe des Anlageberaters ist leider um. Ich bin Ihr Moderator Matthew Stevenson in Partnerschaft mit Lukas Kopitivi. Merken Sie sich, Geld kann sich um Sie kümmern, aber nicht um sich selbst.